Wer bin ich? Oder besser gesagt, wer will ich sein? Sie ist eine der persönlichsten Angelegenheiten. Die Frage nach der eigenen Identität. Doch was ist Identität eigentlich? Etwas Besonderes, das nur mich ausmacht? Eine Beschreibung all meiner Eigenschaften? Oder eine klare Definition meiner Herkunft? Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, mein geschätztes Publikum, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Denn manchmal bin ich so vieles und an anderen Tagen nichts davon. Es gibt Momente, da habe ich einen klaren Plan und dann kann ich mich wieder nicht entscheiden, was ich will. Genau diese Vielfalt spiegelt jedoch uns Jugendliche wider. Wir repräsentieren ein Spektrum der Unterschiede, die größer nicht sein könnten. Wir sind Schüler oder wir sind bereits Arbeitende. Wir sind die ganze Zeit nur am Handy oder informieren uns genau dadurch über politische Ereignisse. Wir sind Umweltschützer und Fridays for Future Aktivisten. Und wir sind L17-Fahrer und sitzen mit 15 schon hinter dem Steuer. Es gibt viele Vorurteile über uns. Und viele sind auch berechtigt. Doch wir sind mehr als das. Als nächste Generation sind wir bald an der Reihe, die Welt zu verändern. Und ich kann Ihnen versichern, es mangelt uns nicht an Ideen. Im Rahmen der Vorbereitungen dieser Rede haben die 7C und die 8B des BG Köflach einen Workshop veranstaltet. Und es hat sich gezeigt. Es ist nicht der Mangel an Vorstellungskraft oder Ideenreichtum, der uns die Antwort auf die Identität verweigert. Ganz im Gegenteil. Es ist die enorme Anzahl an Möglichkeiten, das ständige Treffen von Entscheidungen und die vielen Kreuzungen auf unserem Lebensweg. Und weil sich niemand gern verirrt, müssen wir klären. Was ist uns wichtig? Freiheit? Aber doch Klarheit auf die Frage, wer bin ich? Ich bin Schülerin der 7b und Teil des Gymnasiums in Köflach. Bildung ist der Grundstein einer jeden Zukunft. Und wo könnte ich diese besser erfahren als in der Schule? Nimmt man zumindest an. Doch ist Bildung wirklich nur das Wissen, warum Napoleon die Waterloo-Schlacht verloren hat? Die mathematische Kompetenz, Differentialgleichungen zu lösen und das Auswendiglernen von Stilmitteln, um den Erlkönig zu analysieren? Kann man den Faden nicht noch etwas weiterspinnen und über den Tellerrand hinausblicken? Bildung ist das Zeitwort, ist das Hauptwort zu bilden. Und bilden kann ich vieles. Beispielsweise eine Persönlichkeit, Stärken, Talente oder gar eine eigene Meinung. Ein allgemein gebildeter Mensch sollte nicht nur die Länder Europas kennen, sondern auch wissen, wo seine persönlichen Grenzen liegen. Abgeprüft wird aber nur schulisches Wissen. Und das im Zeitraum von November bis Jänner sogar sehr oft. Denn sonst würden wir es ja nicht lernen. Und es muss doch wiederholt werden, gefestigt werden und sich in unseren Köpfen verankern. Denn bei der Matura müssen wir es ja sowieso können. Ja, die Matura hat in den letzten Jahren einen großen Wandel durchlebt. Und auch die Anzahl der bestandenen Reifeprüfungen steigt weiter und weiter. Mittlerweile strebt bereits jeder zweite meiner Generation diesen Abschluss an. Was einerseits natürlich sehr positiv ist, aber andererseits auch katastrophal. Denn war es für Sie vielleicht noch ein Vorteil, die Matura bei der Bewerbung vorzuweisen, wird es für uns zur Voraussetzung. Zu einer Voraussetzung, die mit so vielen Tests verbunden ist, dass ich gar keine Zeit mehr habe, auch noch über mich selbst zu lernen. Denn zwischen Latein-Vokabeltest, Mathe-Schularbeit und Gedichtinterpretation bleibt wahrlich wenig Zeit, auch noch über Persönlichkeitsmerkmale zu philosophieren. Wenn wir also den Weg zur Bildung standardisieren und zentralisieren, sollten wir nicht nur immer an den nächsten Boxenstopp denken und die vielen Reifenüberprüfungen.
Ein guter Rennfahrer hat immer das große Ziel im Blick. Aber um dort sicher anzukommen, liegt die Verantwortung und das Vertrauen bei ihm, die Kurven richtig einzuschätzen und das Tempo selbst zu bestimmen. Es ist das Vertrauen, unsere Kenntnisse richtig einzuschätzen und die Zeiteinteilung selbst zu bestimmen. Denn dass Zeit kostbar ist, wissen wir alle. Vor allem die freie Zeit scheint uns oft abhanden zu kommen, ja förmlich verloren zu gehen. Ich bin Flötistin der Marktmusikkapelle Stallhofen, Teil eines Freizeitsystems und weiß, dass Freizeit nicht immer freie Zeit heißt. Denn wir haben berechnet, abzüglich von Schlafen, Essen, Unterricht und der gefühlten Ewigkeit, die ich im Bus verbringe, bleiben mir pro Tag noch 5 Stunden übrig. 5 Stunden. Ich gebe zu, eigentlich klingt das nach ausreichend Zeit. Sogar mehr als ausreichend Zeit, um nur für mich und bei mir zu sein. Um meine Talente zu fördern und mich zu verwirklichen. Um auf Bedürfnisse einzugehen und die vorher genannte Bildung über mich selbst zu erlangen. Aber trotzdem. Die Realität sieht anders aus. Denn jetzt kommen die Hobbys ins Spiel, die sogenannten Freizeitbeschäftigungen, deren Grundidee die Repräsentation der eigenen Stärken ist. Flöte spielen, um das musikalische Talent zu fördern. Handballer sein, um den athletischen Körper fit zu halten und dem Schachclub beitreten, um das mathematische Verständnis zu erweitern. Ich könnte aber auch sagen, Flöte spielen, um Wettbewerbe zu gewinnen und Leistungsabzeichen zu absolvieren. Handballer sein, um Tore zu schießen und in die nächste Liga aufzusteigen. Und dem Schachclub beitreten, um strategischer zu denken und Schachmeister zu werden. Wir haben im Workshop viel darüber gesprochen, dass Freizeitbeschäftigungen immer mehr zu Verpflichtungen werden. Und Leistung als Grundvoraussetzung erscheint. Grundvoraussetzung dafür, überhaupt erst sagen zu können, das ist mein Hobby. Denn ansonsten hätte meine Tätigkeit ja gar keinen Sinn. Aber ist es wirklich sinnbringender, meine 5 Stunden auch noch unter Leistungsdruck zu verbringen? Ich habe vorher von der Zeit der Selbstentfaltung gesprochen. Doch stellen Sie sich vor, Sie pressen ein Blatt Papier auf einen Tisch. Unter dem Druck Ihrer Hand wird es sich sicher nicht entfalten können. Ganz im Gegensatz dazu haben wir aber auch noch die andere Seite der Jugendlichen. Die aus Angst vor genau solchen Situationen, vor der Doppelbelastung und der Überforderung durch Schule und Freizeit, gar keiner Tätigkeit mehr nachgehen. Die bereits bei der Frage nach ihren Hobbys Herzklopfen bekommen, weil sie nicht wissen, was sie darauf antworten sollen. Habe ich gar keine Stärken? Was macht mich überhaupt aus? Um auf das zuvor beschriebene Bild des Blatt Papiers zurückzukommen. Ohne den Stift erst in die Hand zu nehmen, wird sich die leere Seite sicher nicht befüllen. Wir müssen also weg von dem Denken, dass Freizeitbeschäftigungen Verpflichtungen sind, Hobbys den Beitritt zu einem Verein bedeuten und Leistung vorausgesetzt wird. Freizeit, die Zeit der Freiheit, bedeutet das zu tun, was einem Spaß macht. Manchmal muss man Musik nicht selbst spielen, sondern nur hören, um völlig darin aufzugehen. Auch zu sagen, mein Hobby ist, meine Freunde zu treffen, ist völlig in Ordnung, denn es gibt nichts Schöneres, als sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Oder man steckt sein ganzes Herzblut in ein persönliches Projekt, wie zum Beispiel den Umweltschutz. Ich bin Stallhofnerin, Teil unserer Erde. Der Umweltschutz war vielleicht bereits in Ihrer Jugend ein zentrales Thema. Und somit beschäftigt der Klimawandel heute auch viele Jugendliche. Wir hören nicht nur in der Schule jedes Jahr aufs Neue, welche Auswirkungen dies auf unsere Erde haben wird. Auch die Nachrichten berichten immer öfter von Naturkatastrophen und Dürreperioden. Verbunden mit dem Appell, endlich dagegen anzukämpfen.
Jetzt ist es Zeit, euch zu verändern, wird von uns nicht mehr bloß erwartet. Es wird gefordert. Und ich spreche hier nicht nur vom Mülltrennen oder Plastik vermeiden. Nein, denn das ist wortwörtlich Schnee von gestern. Hier geht's ums Durchbrechen der harten Schale unserer Komfortzone. Und das hört sich gewiss leichter an, als es ist. Viele von uns wüssten, was zu tun ist, um ihren Beitrag zur Klimaerwärmung zu verringern. Weniger Fleisch essen, mehr Kleidung in Second-Hand-Geschäften kaufen und vor allem weniger Autofahren. Die geliebte Mobilität, die Erfüllung des Wunsches nach Autonomie, das Zeichen der Freiheit und die Fähigkeit, selbst zu bestimmen, wohin der Weg geht. Sie ist der verbotene Apfel der heutigen Zeit. Verführerisch, greifbar begehrt und dennoch, entscheidet man sich, ihn zu pflücken, wird das blühende Paradies zur ausgetrockneten Wüste. Um gar nicht erst in Versuchung zu geraten, gibt es schon viele Alternativen für uns Jugendliche. Wie zum Beispiel das Top-Ticket, mit dem ich um 116 Euro ein Jahr lang mit allen Öffis quer durch die Steiermark fahren kann. Das einzige Problem hierbei ist nur, durch Stallhofen fährt kein Zug. Und bis zur nächsten Bushaltestelle gehe ich eine Dreiviertelstunde. Es sind diese letzten Kilometer, die uns hier am Land wieder dazu zwingen, den Motor selbst anzustarten. Nicht ohne Grund überlege ich nun schon seit längerem, beim Studieren schlussendlich nach Graz zu ziehen, um mir das ewige Pendeln zu ersparen und um klimafreundlicher zu werden. Doch ich will einfach nicht akzeptieren, dass das die einzige Lösung ist. Ich finde nämlich, dass wir im Jahr 2020, dem Zeitalter der Möglichkeiten, viel zu fortschrittlich sind, um das Klischee zwischen altmodischem Land und moderner Stadt weiter aufrechtzuerhalten. Und es ist auch dieser Fortschritt, der uns weiterbringen wird und nicht das Fokussieren auf bereits Bestehendes. Das beste Beispiel liefert uns sogar die Vergangenheit. Vor 100 Jahren, als die Leute noch vermehrt mit Kutschen unterwegs waren, hatte man in Graz am Jakominiplatz die Sorge, wie man doch die vielen Pferdeäpfel entsorgen sollte. Heute denkt niemand mehr darüber nach. Viele wissen es schon gar nicht mehr. Und warum sollte nicht auch eine zukünftige Mobilitätsform einen Fortschritt im Kampf gegen die Abgase bringen? Wie wir bereits in verschiedenen Lebensbereichen gesehen haben, ist Freiheit nämlich ein Teil unserer Identität, den niemand gern hergeben möchte, weder jetzt noch in der Zukunft. Ein zweischneidiges Schwert bildet dabei die Chance, in anderen EU-Staaten zu studieren. Auf der einen Seite haben wir all die Vorteile, das Erlernen einer neuen Sprache, die Berührung mit anderen Kulturen und die Chance, auf den besten Universitäten unterrichtet zu werden. Auf der anderen Seite steht die Angst, auf heimischen Hochschulen nicht mehr angenommen zu werden. Der ständige Konkurrenzkampf und die allseits gefürchteten Aufnahmeprüfungen, die darüber Ausschlag geben, ob der lang ersehnte Berufstraum nun erfüllt wird oder platzt. Der Gegensatz zwischen Nationalstolz und globalem Denken wird immer stärker. Nicht nur beim Studieren oder im Berufsleben, auch bei der ganz persönlichen Frage, wo bin ich zu Hause? Was ist Heimat für mich? Ist es ein Ort, eine Person oder nur das Gefühl des Wohlbefindens? Bin ich Bürgerin der Welt, Europas, Österreichs oder nur von Kalchberg 12? Aber warum muss ich mich immer entscheiden? Immer definieren, präzisieren und auf den Punkt bringen. Haben uns nicht all diese Beispiele gezeigt, dass Identität keine Begriffserklärung ist, keine Kurzfassung meines Lebens und schon gar nicht eine einzige Entscheidung? Identität ist das Verbinden und nicht Trennen, das Vereinen der Vielfalt und ein individueller Teil eines Großen sein zu wollen. Wenn Sie mich also nochmal fragen, wer ich bin,
Oder besser noch, wer ich sein will. Dann kann ich Ihnen frei und klar antworten. Ich bin Steirerin, Teil des vielfältigen Europas.